Das ist die Perspektive. Der letzte ist von Mannschaft 4 bei dem. Erlangen begrüßt die Spielvereinigung Erlangen 2 zum heutigen Verbandsspiel recht herzlich. Die Gäste spielen mit Kotzian, Kau, Öpp, Wanner, Dürbeck und Gerlach. Doppel 1, Kotzian, Öpp, Doppel 2, Kau, Gerlach und Doppel 3, Wanner, Dürbeck. Wir spielen mit Krame, Gilleur, Herbst, Peter, Ritscher und Steinberger. Unser Doppel 1 ist Krame und Gilleur. Doppel 2, Herbst, Peter und Doppel 3, Ritscher, Steinbrecher. Wir spielen auf den zwei Platten. Hier zählt Siemens, das ist die Platte 1 und da zählt bitte Spielvereinigung, Platte 2. Ja, und dann fangen wir auch schon an mit Gilleur Krame gegen Karo Gerlach auf der Platte und Herbst Peter gegen Kotzian. Ich wünsche den Spiel einen spannenden und fairen Verlauf. Ja. Kotzian Öpp von der Spielvereinigung Erlangen. Vorsicht, ich komme. Gegen Peter und Herbst. SG Erlangen. Zellrichter Dürbeck. Gerlach, Kau gegen Gila, Krame, Thank you.
Bier. Bier 10. Die Nummer 1 der Spielvereinigung, Zahl. Gegen Florian Krami. 3. Kleine Korrektur, das ist die wirkliche Nummer 1 der Spielvereinigung gegen Erlangen Kotzian, der auch bei den Kreismeisterschaften in diesem Jahr die Herren B-Klasse gewonnen hat. Und zwar gegen unseren Jugendspieler Steffen Baumann. Aber der Steffen ist leider nicht spielberechtigt, weil er in der Bayernliga-Jugend spielt, noch Jugendspieler ist und nur trainieren darf. Und das mit dem Trikot des TV 48 Erlangen. Schön, die Steffen. Im vorderen Parkplatz also keine Chance für Florian Kramer gegen Kai. Und auch Armin Guillain weiß nicht, was er gegen Kotzjov tun soll. Matchball für die Spielvereinigung Erlangen zum klaren 3:0. 5. Im mittleren Parkkreuz wird von der Spielvereinigung Erlangen gegen Jörg Peter. Und Wanne gegen Herbst. Mensch. Nach der 9:7 Führung jetzt ein 9:10. Satzball gegen Herbst. Then you know.
Ach komm, du Fahrer! Boah! Wieder so eine Scheiße. Frank Donner an seinem heutigen 33. Geburtstag als freiwilliger Zuschauer. Im Spitzenspiel, die Nummer 1 der Spielvereinigung Zürich gegen die Nummer 1 der SGS, Florian Kramel. In Sätzen steht es 1-1, aber jetzt ein bisschen Ladehemmung beim Florian. Eigentlich wieder gut aufgeholt, haben da ganz tolle Bälle gespielt, der Florian Kramel. Und dann ein schlechter Aufschlag. Ein Stand von 7-9.
am anderen Tisch ohne Chance. Arno Kilo gegen Kai. Gegen Herbst. Das sollte eigentlich eine klare Angelegenheit für Herbst werden. Nachdem hier eigentlich schon der Peter ganz viele Chancen hatte. Zweimal Pech für Florian Kramer. Und noch eine Schlägerkante dazu. Das läuft nicht gerade glücklich. Verletzungsbedingt Zuschauer, Hassfutter von der Spielvereinigung Erlangen. Komm, 10-7 für Jörg Peter, aber es wird schon wieder gezittert. Ja, schön hot. Nach souverän gewonnen im ersten Satz hat Herbst den zweiten etwas verschlafen, dabei der Gegner ins Spiel gebracht und ist selbst jetzt so ein bisschen von der Rolle. Um nicht zu sagen, jenseits von Gut und Böse. Daniel Duck als Tischtenniskünstler. Das sieht ja recht einfach aus. Natürlich, der Alleskönner Donald Duck war in seinem früheren Leben auch ein absoluter Topspieler. Claro.
aber auch der gute Donald wird halt nicht jünger. Und selbst ein absoluter Weltmeister ist nicht vor dem Zehnerbauern gefeit. Wie jeder Tischtennisspieler weiß, so eine kleine Zelluloidkugel kann ein ganz lustiges Eigenleben entwickeln. Wenn im Tischtennis etwas nicht richtig rund läuft, dann kann es eigentlich nur am falschen Material liegen. Das weiß auch unser guter Donald.